Hi, ich heiße Monja. Hast du auch blonde Haare mit dunklem Haaransatz, herausgewachsene Strähnen oder Balayage? Und du sehnst dich nach einer neuen Haarfarbe, nach Helligkeit und Farbauffrischung? Du möchtest deine Haarfarbe selber verändern, bist aber kompletter Anfänger. Du weißt nicht wie, mit welchen Produkten. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt eine Strähnentechnik, die du einfach zu Hause selber umsetzen kannst. Auf geht's! Die Technik, die du jetzt siehst, bringt helle, natürliche Akzente ins Haar. Das ist das Material, was du für die Umsetzung brauchst. Kamm, Pinsel, Handschuhe, Schüssel, Abdeckklammern. Keine Folie, kein nichts. Das hier, das ist das Färbepaket, was ich auch individuell für meine Kunden zusammenstelle. Da drinnen sind alle Produkte enthalten, die ich für die Umsetzung brauche. Die sind alle vorgemischt, alles ist abgemessen. Ganz einfach loslegen. Für die Aufhellung brauchst du Blondierpulver. Das ist die Menge, passende Oxidationsmittel. Ich werde heute mit Olaplex arbeiten. Die Menge an Olaplex ist auch schon abgemessen. Einmal Olaplex 1 und Olaplex 2. Hier ist das Geheimnis, damit die Haare nicht gelb werden. Und das passende Oxidationsmittel zu dem Geheimnis. So. Ja. Jetzt lege ich einmal los. Am besten, du wäschst deine Haare vorher nicht. Ein, zwei Tage. Das sorgt für die Griffigkeit, wenn du die Strähnen setzt. Deswegen sehen meine Haare so aus. So. Einmal die Haare durchgehen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du die Strähnen schön gleichmäßig ins Haar setzen kannst, müssen die Haare gut gekämmt werden. Erstmal abteilen. Du ziehst hier einmal einen Mittelscheitel. Dann machst du eine Abteilung von hier bis zu dem Ohr. Und die vorderen Strähnen, die steckst du dir erstmal weg. Dann steht das nicht im Weg. So. Gut, jetzt mische ich die Farbe. Es ist wichtig bei dieser Strähnentechnik, dass die Konsistenz schön cremig ist. Wenn die Konsistenz zu flüssig ist, kennen wahrscheinlich viele, gibt es schöne Flecken. Und wenn die zu dickflüssig ist, dann lassen sich die Strähnen ganz schlecht einarbeiten. Deswegen ist gut, wenn das richtig abgemessen ist die Menge. So, jetzt kommt Olaplex 1, das ist auch schon fertig abgemessen.
und gut verschlossen, denn das ist flüssig. Da muss man aufpassen. So. Das Olaplex, das schützt die Haare vor der Chemie. Das schützt die Haare, damit sie nicht allzu doll strapaziert werden. Einmal die Handschuhe. Ich werde die erste Strähne hinten ansetzen. Dazu teile ich ein paar See ab. So. Ich werde hinten ein schmaleres Passee nehmen. So, das ist das Passee. Jetzt ist ganz wichtig, dass du die Haare tupierst, weil dadurch erreichst du, dass der Anfang, da wo die Strähnen anfangen, schön weich aussieht durch diese tupierte hier. So, jetzt bleiben immer weniger Haare, die gefärbt werden. Nimmst du mit dem Pinsel etwas Blondierung drauf. Und ganz wichtig ist, dass du die Blondierung erst in der Mitte aufsetzt. Also nicht am Ansatz. Diese Technik fängt erst in der Mitte an. Und ordentlich auftragen, nicht sparsam sein. Weil sonst kann es auflecken. Jetzt benutzt du die Hand, um den Übergang weicher zu machen. So, du nimmst die Blondierung von der Mitte bis zum Ansatz. So. So, das ist schon mal die erste Strähne. Wichtig ist, dass du die Hände immer wieder sauber machst, damit die restlichen Haare die Blondierung nicht abbekommen. Jetzt fangen wir vorne an. Ich teile einmal das Haar diagonal hoch. Kann man wegstecken. Und vorne ist es so, dass die Haare meistens ziemlich fein sind. Also sollten die Strähnen auch fein sein, sonst hast du dicke Balken. Es sei denn, du möchtest dicke Balken haben, aber sonst sollen die ein bisschen fein sein, dann sieht es auch schön natürlich aus. So, nimmst du erste Strähne. Ich lasse zum Gesicht immer so ein bisschen Naturhaar, ein bisschen dunkles Haar. Dann sieht das auch natürlich aus. So, das ist die Strähne. Ein bisschen tupieren. Und du kannst sehen, dass diese Strähne hell ist. Also setzt du die Blondierung genau oben drauf, aber nicht am Ansatz. Also die Strähnen sollen ungefähr einen halben Zentimeter vom Ansatz anfangen, damit der Übergang weich und natürlich aussieht. Hier wird die Blondierung aufgetragen. Von der Seite auch, einfach nach oben halten. So, das sieht schon gut aus. Und einfach mit den zwei Fingern die Blondierung etwas verreiben. Ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Die Spitzen werden
bei mir nicht blondiert. Das ist hell genug. Einfach nur so ganz weich ausstrahlen. Dieses Stück ist dunkel, hier sind etwas hellere Stellen, also kommt die Blondierung wieder auf dieses Stückchen erst und dann wird sie nach unten und nach oben bringen. Also das würde ich sagen, dass das zu breit ist. Ich mache das ein bisschen schmaler. So, so ist gut. So, dann drehe ich das wieder. Die Blondierung wird von unten und von oben aufgetragen auf die Haare. Wenn deine Spitzen nicht so hell aussehen wie bei mir, dann kannst du natürlich die Blondierung bis zu Ende ziehen. Ja? Dann kannst du das bis nach unten machen. Wenn die Blondierung die richtige Konsistenz hat, dann bleibt sie auch da, wo sie hingehört. Wenn das zu flüssig ist, dann tropft das auf die restlichen Haare oder auf die Kopfhaut. Und dann gibt es auch Flecken. Ja, und wenn du zum Beispiel siehst, dass die Blondierung nicht überall schön gleichmäßig aufgetragen ist, was sie auf jeden Fall sein muss, dann nimmst du noch ein bisschen Blondiermischung und trägst noch was nach. Hier eine Strähne, das sieht immer schön aus, wenn blonde Haare zum Gesicht heller sind. Das macht das Gesicht strahlender und frischer. Und man fühlt sich selber wohler. Also zum Gesicht soll die Abteilung etwas schmaler sein und nach hinten kann sie ein bisschen breiter werden.
finde es schön bei diesen natürlichen Strähnen, wenn das vorne einfach heller aussieht. Deswegen. Wenn du nicht so gut mit dem Stielkamm umgehen kannst, dann kannst du auch mit dem Finger dir eine Strähne abteilen. Das geht auch einfach. Also wenn du zum Beispiel dir das anschaust, wie das jetzt aussieht, könntest du sagen, oh, ich möchte noch unten helle Akzente haben. Das kannst du individuell bestimmen, wo du sie noch setzt. Also mir reicht das, das ist gut. Das bleibt jetzt erstmal 20 Minuten und dann schaue ich mir das einmal an. 20 Minuten sind jetzt um. Ich schaue nach, ob die Strähnen soweit sind. Und dazu nimmst du ein paar Seen und guckst dir einmal von der Nähe an, was unter der Blondierung auf den Strähnen passiert ist. Normalerweise ist es so, dass die braunen Haare erstmal hellbraun werden, irgendwann werden sie orange, dann werden sie gelb und irgendwann werden sie schön blond, das was man haben möchte. Und es ist wichtig, dass du diesen Zeitpunkt erwischst. Wenn du ausspürst, wenn sie orange sind oder gelb, war es natürlich zu früh. So, ich schaue einmal. Das sieht schon gut aus. Also 20 Minuten müssen normalerweise Freihandsträhnen immer drauf bleiben. Ja, das sieht gut aus. Also es gibt kein Orange zu sehen. Ganz, ganz leicht gelblich sind die Strähnen. Ich denke, dass sie in 10 Minuten soweit sind. Und dann spüle ich sie aus. Dann sehen wir uns bei Olaplex Nummer 2 wieder. So, hier ist die Nummer 2. Olaplex 2 ist jetzt drauf. Das kann 30 bis 45 Minuten einwirken. Bis gleich. Jetzt kommt das Geheimnis. Das Geheimnis heißt Pastellkoloration, Abmattierung oder Toner. Und dafür habe ich mir verschiedene Farben zusammengemischt, die gegen Gelb wirken. Machen aber die Haarfarbe nicht unbedingt sehr hell oder kühl oder aschig, grau, sondern eher natürlich blond und schön warm. So, gut. Das ist der individuelle Mix, den ich für mich selber hergestellt habe. Genau. Das sieht so aus, weil da, ich glaube, das sind 6 Farben, die ich miteinander gemischt habe. Deswegen sieht das so bunt aus. Und am Ende soll es aber blond werden. Genau. Das ist jetzt das passende Oxidationsmittel dazu. Ist auch schon abgemessen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Ich trage die Abmattierung drauf, um das für dich sichtbar zu machen. Den Unterschied zwischen nur blondiertes Haar und blondiertes Haar mit Abmattierung werde ich das nur auf die eine Seite auftragen und die andere Seite lasse ich erstmal ohne Abmattierung. Handschuhe anziehen. Die Abmattierung kommt auf die Seite und die Seite bleibt
ohne Abmattierung. Es sieht ganz gut aus, wenn die Spitzen erst zum Schluss mit aufgetragen werden, weil hellere Spitzen sehen immer, also bei Blond sehen hellere Spitzen schöner und natürlicher aus. Deswegen ist es besser, wenn man sie erst zum Schluss aufträgt. Und da, wo die Strähnen schön hell geworden sind, da trage ich die Abmattierung auch erst zum Schluss auf. Also normalerweise wird sie zuerst da aufgetragen, wo die Strähnen am dunkelsten oder gelblichsten geworden sind. Und da, wo sie schön hell sind, da sind die Spitzen und meistens zum Gesicht, kommt die Abmattierung erst zum Schluss. So. Wie du das abteilst, ist bei der Abmattierung jetzt nicht so wichtig. Ich mache das weiterhin diagonal, du kannst aber das auch so abteilen, wie es für dich leichter ist. Sehr oft ist es so, dass man selber nicht weiß, welche Abmattierung die richtige ist für deine Ausgangsfarbe und für das, was du dir wünschst, was du haben möchtest. Deswegen ist es ganz gut, wenn man die Vorkenntnisse hat, welche Farben zusammengemischt werden, um das gewünschte Blond zu bekommen. Deswegen mische ich das individuell für meine Kunden schon zusammen. Die Abmattierung braucht nicht lange Einwirkzeit. Manchmal 5 Minuten, mal 10, mal 15. Einfach immer wieder schauen, wie die sich entwickelt und die einzelnen Strähnen nehmen und die Abmattierung ein bisschen zur Seite tun. Und dann kannst du erkennen, wie das Haar unten drunter aussieht. Wenn du nicht mehr gelb oder orange siehst, dann ist das gut. Ich lasse das jetzt 5 Minuten, dann schaue ich mir das einmal an. Und nach 5 Minuten ziehe ich für 2 Minuten die Abmattierung in die Spitzen durch. Ganz wichtig ist, dass die Haare durchgekämmt werden bei Abmattierung. Das sorgt dafür, dass die Farbe überall und gleichmäßig verteilt ist. So. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt fertig und jetzt mache ich meine Haare trocken. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Jetzt mache ich die Seite trocken. So, das Ergebnis. Die Strähnchen sehen sehr natürlich aus. Der Übergang ist sehr weich. Sin creeping down my skin. I can feel it spreading when it begins. A fool. Ich freue mich, wenn du mein Abonnent sein möchtest und ein Daumen nach oben. Nils macht's auch. Ja, das stimmt auch. Und ja, das war's. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Töcht. Slide down your hips, run down your curves, captured by her lips. I'm boom, you're waiting in my room, and I can see you smiling, I seal my doom.